Yo, was geht ab, mein Hente? Ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall, mein Hente, ihr könnt es im Titel lesen. Heute werde ich mal wieder Kenan Yildiz besuchen gehen. Er spielt hier in der Schweiz, in Basel, gegen Valencia heute mit Juve, sein allererstes Spiel. Und ja, mein Hente, auf jeden Fall, der Dobri ist noch mit dabei, wisst Bescheid. Unser Cubanito FC-Member. Ich war vor 3 Jahren war ich das letzte Mal auf diesem Turnier hier. Da hat Mihailo und Miki hat da gespielt beim FC Basel. Die haben da auch, glaube ich, gewonnen gegen Juve. Also ja, wird auf jeden Fall nice werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bei Kenan. Und ja, wird auf jeden Fall cooler Vlog. Boah, Leute, guckt euch mal einfach diesen Urus, Alter. Welcome to Switzerland. So, Mienta, auf jeden Fall. Ihr könnt sehen, wir stehen hier gerade vom Juve-Car. Kenan ist gerade eben an mir vorbeigelaufen. Wir haben uns gerade verpasst und ich will ihn auch nicht zu viel, keine Ahnung, zu viel belagern. Der soll sich aufs Spiel, aufs Turnier konzentrieren. Ich meine, das ist auch sein erstes Spiel. Hey, tschüss. Alles gut? Ja, was? Was geht ab? Alles gut bei euch? Habt ihr Kenan gesehen? Ja, Kenan. Ja. Er macht nachher mit uns. Nur wegen Kenan seid ihr? Ja. Er macht nachher mit uns Ding, Foto. Sehr gut. So, mich hinter auf jeden Fall. Kenan macht dich gerade da hinten warm. Sein erstes Spiel heute, wie gesagt. Hier sind auch die Jungs vom KSC. Dein alter Feind, ne? Ja, genau. Ja, Leute. Mal schauen, wer gewinnt. Ja. Gut, sie spielen ja nicht gegen KSC, sie spielen gegen Valencia. Valencia spielen die. Auf jeden Fall, Leute, ich will nicht zu nah an den Bre ran, weil ich will ihn nicht ablenken. Ich glaube, ich werde auch eben erstmal ein bisschen vom Weiterfilmen. Der muss sich auch jetzt konzentrieren, hat viel Druck, erstes Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns aber natürlich auf sein erstes Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei seinem ersten Spiel. Leute, Dobri hat mich gerade gefragt, was ich denke, was der Spielstand sein wird. Das Ding ist, ich hab Valencia bis jetzt, ich habe sie nicht gesehen, oder? Ich auch nicht. Wir haben die bis jetzt nicht gesehen. Ich habe zwar eine der vom Staff gesehen, aber also ich sag, Juve hat schon sehr, sehr krass ausgesehen. Ich denke aber, Valencia darf man auch nicht unterschätzen. Total, ne? Total. Ist auch bekannt, dass sie gute Jugend haben. Aber ich glaube, heute liegt was Magisches in der Luft und der Kenan, der macht auf jeden Fall. 2-0. Mindestens. Mein Tipp. 2 Assists und ein Tor. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht so ein 2-1 Juve. Was sagst du? Ich sag 2-0 Juve. 2-0 Juve. Kenan, okay. 2 Tore. Okay. Also, Mente, wir werden sehen. Wir sehen uns jetzt mit Kenan sein Spiel. Und ja, schöne Grüße aus seinem Vater. Habe ich eben gesehen. Und yes, wir sehen uns. Guck mal, was die einfach für eine Nummer haben: 260, 253. Wild. Da hinten ist Fulham. Geht ab, Jungs. Alles gut bei euch? Wollt ihr Bier machen? Ja, kein Problem. Bonito. Geht ab, Bro. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, muss. So, da ist er, also Kenan Yildiz, sein erstes Spiel hier in Basel, Leute, und wir sind gleich mit dabei. Es kommt mir so vor, als wäre ich mal mit ihm auf dem Platz gewesen. Karlsruhe wird geleitet von Bektas FC, und jetzt ist er einfach seinen Assistenten Pascal Vige und Bektas FC in Enhis. Was sagst du, Dobri? Richtiger Profi. Richtiger Profi. Richtiger aber, also sind wir mal ehrlich, ne? Nicht nur, weil er natürlich unser kleiner Bruder ist, aber guck mal, er sieht einfach, ich sag's einfach so, ohne zu schleimen, er sieht einfach am freshesten aus. Er hat diese Profi-Aura, die es braucht, oder? Oder nicht? Nummer 19. Geil. Also, mein Hente, da ist er. Unser Mann, Kenan Yildiz. Unser kleiner Brudi. Ihr wisst gar nicht, Leute, ich habe so zittrige Hände, ne? Weil der ist wie mein kleiner Bruder, Leute. Der ist wie mein kleiner Bruder. Ich freue mich einfach enorm, dass er jetzt bei Juve spielen kann. Team-Line-Ups. Und hoffe natürlich, dass er bald in der ersten Mannschaft spielen wird. Valencia, Daniel. So, also, Spiel hat begonnen. Juve erstmal von rechts nach links, mir hinter. Alejandro, Number 3, Amy, Firegut. Number 7, Jonathan Iversen. Stark. Number 8, Sebastian Siraloglu. Mit der Nummer 8, Eren Öztürk. Mit der Nummer 9, Julian Georg. Flanke kommt. Stark. Tor.
Matteo, abpasst! Sali, Sali! Santa! Boah, versucht einfach noch einen Fallrückzieher, Digga. Eieiei, madre mia. Der kann was, Digga. Der kann was. Alle kennen. Schön. Und Tor. Was lassen die denn da vorne liegen? Bekannt für schön. Genau. Schön. Mach sie. Oh, was ein safe Torwart. Schöner der Pass auf von Kennern. Schön. Schön. Ja. Schön gemacht, Kennern. Stark, Alter. Was ein Ball, Mann. Kenan, Kenan. Jetzt. Yes, Mann! Yes! Jawohl, Digga! Hat er sich verdient. Bester Mann auf dem Platz, Mirente. Was ein Tor von Kenan. Erstes Spiel, wir sind natürlich live mit dabei. Nur wegen diesem Mann. Was ein Ding. Was ein Ding, Mirente. Glaub mir. Der wird noch ein ganz, ganz großer. Noch ein ganz, ganz großer. Dafür sind wir hergekommen. Wow. Was ein Schuss. Perfekt. Konnte der Torwart gar nichts machen. Grande. So, Miente. Erste Halbzeit ist zu Ende. 1:0. Aus unserer Sicht freut es das natürlich enorm. Leute, Kenan mit sehr vielen guten Aktionen. Und natürlich dann noch on top mit dem Tor. Fine, primo tempo. Unglaublich viel. Sack, sack, Spaß. Valencia. Erste Halbzeit. Zero. Boah, das gibt jetzt eigentlich gelb rot, ja. 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 Viel zu unbestimmt. Viel zu unbestimmt. Aber auch nicht unverdient, sage ich euch ehrlich. Aguilar. So, also Leute, wir sind in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, rote Karte eben bekommen, Nummer 6, aber auch total verdient. Cartolino Rosso per Valencia. Also viel zu übermotiviert da auch wieder. José Aguilar. Ja. Oh, schade, da beinahe sein zweites Tor, hätte er sich so verdient gehabt. Aber passiert auch den Besten, Mirente. Kann auch den Besten passieren. Er darf. Kenan darf. Nein, sehr, sehr schade. Sehr, sehr wenig gefehlt. Schön. Mach sie. Schöner Pass. Okay. Calma, calma. Ok, ok. Uno contro uno. Va bene, dai. Gut gemacht. Nummer 9 ist echt gut, Leute. Auch sehr, sehr auffälliger Spieler. Das war's jetzt, glaube ich, Leute. Ja, werden uns auch wechseln. Also, Leute, das war Kenan sein erstes Spiel hier. Mit Juve. Sehr, sehr starke Leistung. Ein Tor. Zweiten hätte man noch machen können. Aber auch ein sehr, sehr spitzer Winkel. Aber es ist ein sehr, 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 sehr stark. Sehr, sehr starke Leistung von Kenan. Da sind wir enorm in einem Schutz. So, Miente, Spiel ist zu Ende. Das war's. Kenan, der Matchwinner. Sehr, sehr nice. So, Miente, der Bre ist gerade eben zu mir gekommen und was meintest du? Ja, Mann, ich feiere deine Videos, auch die ganze Serie mit Bogdan hier und okay. Ja, find's cool, dass du hier bist. Hast du gesehen mit Bogdan? Ja, ja, alles, alle okay. Videos so, vor allem jetzt die neuen mit Bogdan halt, war aktuell. Okay. Ja, voll.
Ja, ist da vielleicht gerade für euch noch ein Update. Da fliegt gerade eine Biene in die Kamera. Bei Bogdan ist gerade so, ist gerade noch ein bisschen kompliziert mit der anderen Seite. Ja. Aber hoffentlich wird es dann ja, packen. Ey, vielen Dank für dein Feedback. Ja, gerne. Was machst gerne du hier? Ich bin der Speaker, Moderator am Turnier. Okay. Ja, weil ich ein bisschen mehrere Sprachen kann. Tut mir leid, ich habe mich voll oft genervt, weil du hast mir immer ins Video reingeredet. Es tut mir so leid. Also wenn du irgendwas Negatives hörst, Bro, ich küsse dein Herz, okay? Aber das, weil man hat das halt voll drauf gehört. Ja, ja, ich probiere mich kurz zu halten. Aber machst du souverän Job, muss man sagen. Danke, danke, freut mich. Danke. Okay, hau rein, danke. Ne? Mach's gut. Mach's auch gut. Oder so? Okay. Ciao. Ciao, Bro. Ciao. So, gut. Ja, Vicente, Dobre, was sagst du so von Kenan seiner Leistung? Kenan, bester Mann auf dem Platz, mit Abstand. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, klar, du hast auch gesehen, bei Nummer 9, der in der Mitte, war auch, fand ich auch nicht schlecht. Das war echt stark, ja. Ja, nein, außen Nummer 10er. Dobre, mein Nummer 10er hatte mir bis zu viele Ballverluste. Ja, Mann. Aber sonst, Digga, einfach Biene hier, wow. Okay, Vicente, ich würde auf jeden Fall sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ihr wisst Bescheid, liken, kommentieren. Ich will ein Foto machen. Klar, Bruder. Wir machen noch schnell das Outro, okay? Sag mal, die sollen alle liken, kommentieren. Liked alle und folgt Kubanito auf YouTube. Ehrenball. Genau. Und dann noch Finelli shoppen. Und Hop Into. Finelli. Alle Finelli kaufen, genau. Okay, Mate, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie ihr Kenan fandet. Und wenn ihr denkt, dass er das Zeug hat, dass er in der ersten Mannschaft sich durchsetzen kann, dann kommentiert jetzt in die Kommentare. Hashtag Kenan schafft es. Hashtag Kenan schafft es. Genau. Okay, alles jetzt runter kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.